Hast du schon mal was von dem Superenzym Papain gehört, das unserem Körper dabei hilft, Fett zu verbrennen und Eiweiß zu verdauen? Ich habe es hier, und zwar in diesem Schälchen hier. Ich kann es jetzt nicht zu tief halten. In die Kamera, sonst kullert es alles raus. Und zwar ist es nichts anderes als getrocknete Papayakerne. Papayakerne sind viel zu wertvoll von ihrem Inhalt her, um sie in den Mülleimer zu werfen oder auf den Komposter zu bringen. Denn genau in diesen Papayakernen, da ist dieses Papain, dieses Superenzym, von dem ich eben gesprochen habe, in recht hoher Konzentration enthalten. Und ich gönne mir ab und zu mal so eine Papaya, gehe dann immer hin, hol die Körner raus und leg die dann eben auf so ein Lochblech und trockne die dann, sodass die dann, ja, von der Konsistenz her schauen so aus wie schwarzer Pfeffer. Und sie haben auch so einen pfefferartigen Geschmack. Ich nutze die eben auch als Pfeffer. Also ich mache die in die Pfeffermühle rein zu meinem anderen bunten oder auch schwarzen Pfeffer und mahl die dann mit. Denn ansonsten so diese Kerne, wenn sie frisch von der Papaya entnommen werden, es ist viel zu viel von der Menge her, also so viel von diesem Superenzym würde unser Organismus zum einen wahrscheinlich nicht vertragen und ja, rein vom Geschmack her wäre es auch einfach viel zu viel. Deshalb trockne ich die und habe dann so im Grunde genommen, ich nenne das einen super genialen Edelpfeffer und würze damit eben in der Küche. Das ist so ein ganz kleiner Tipp jetzt hier für dich, wenn du auch mal Lust hast, eine Papaya dir zu gönnen oder ab und zu vielleicht sowieso schon dir eine gönnst, dann geh also das nächste Mal unbedingt hin, trockne die Kerne, wirf sie nicht weg und dann hast du einen ganz tollen Nährstoff, ein ganz tolles Superenzym eben auch für deinen Körper, das zudem auch noch zum Nulltarif es gibt. Denn ich habe mir sagen lassen, diese Körner, die gibt es inzwischen auch zu kaufen. Gesehen habe ich sie im Geschäft noch nie, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch ein sehr hochpreisiges Produkt dann ist und zudem hier weiß ich einfach genau, dass sonst nichts drin ist und dass es wirklich nur auch an der Luft getrocknet ist, dass es nicht irgendwo im Trockenautomat getrocknet ist, wo dann einfach das Enzym unter Umständen auch schon wieder aufgrund der entsprechenden Temperatur zunichte gemacht wurde. Okay. Das ist ein kleiner Beitrag heute zur Papaya, zu diesem Superenzym Papain. Vielleicht konnte ich dich ein wenig inspirieren und mit ins Boot nehmen, da deinen Zellen auch eine Freude zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.